Hallo, ich schneide gerade das Video zum Element Roam und das Ganze wäre fast eine Stunde lang geworden. Deswegen teile ich das jetzt in drei Teile auf. Und ihr seid jetzt hier im ersten von drei Teilen gelandet. Da geht es um das Gerät. Ja, wie stelle ich alles ein? Welche Menüs muss ich wissen und so weiter? Wie kann ich in der App die ganzen Seiten einstellen? Das heißt, ich habe hier wirklich ein Walkthrough durch alles, durch das Gerät und durch die App, sodass ihr, ja, wenn ihr noch neu bei Wahoo seid, eigentlich alles finden müsstet, um so ein Wahoo Element Roam einstellen zu müssen. Dann gibt es noch den zweiten Teil, da plane ich am Computer eine Route und gebe euch auch einen Hinweis, ja, wie kriege ich das Ganze vom Smartphone hin auf den Wahoo zu übertragen. Das ist ein kürzeres Video, nur 8-9 Minuten. Und im dritten Teil bin ich dann mit dem Gerät unterwegs auf der Straße und da zeige ich euch, wie ich ja, unterwegs navigieren kann, wie das Ganze aussieht, was passiert, wenn ich unterwegs eine Adresse eingeben muss und so weiter. Das letzte Video ist dann auch noch mal über 20 Minuten lang. Ich schneide die Videos jetzt nach und nach fertig und lade die in den nächsten 1, 2, 3 Tagen hoch. Abonniert den Kanal und jetzt viel Spaß bei der Einführung in das Gerät. In diesem Video gehe ich jetzt wirklich mal sehr detailliert darauf ein, wie ich das Gerät konfiguriere, also alle Einstellungen, die ich vornehme, und gehe auch noch mal so ein bisschen auf die Vorteile von dieser Bedienbarkeit der Wahoo Element Geräte ein. Die Bedienbarkeit und die Ablesbarkeit, das hat bei Wahoo die höchste Priorität. Das heißt, der Fahrradcomputer ist komplett darauf ausgelegt, dass er einfach zu bedienen ist, während der Fahrt natürlich und auch vor der Fahrt, und dass die Ablesbarkeit immer gewährleistet ist. Das bedeutet auch, dass natürlich ein monochromes Display immer besser ablesbar ist als ein Farbdisplay und dass man auch kein Touchscreen hat. Jetzt sagt ihr, wieso, der Wahoo hat ja hier ein Farbdisplay bekommen. Ja, aber nur in den Bereichen, wo er es wirklich braucht, nämlich da, wo die Karte angezeigt wird. Da macht eine Farbdarstellung Sinn. Aber auf den anderen Seiten ist Schwarz-Weiß immer besser ablesbar. Und warum kein Touchscreen? Ja, weil es einfach nicht blind bedienbar ist. Das heißt, wenn ich während der Fahrt hier die Seiten weiter drücke oder sowas, das kann ich alles bedienen, ohne dass ich den Blick von der Straße wenden muss. Das ist übrigens auch ein ganz großes Problem bei Autos, wo man die Navigation per Touchscreen benutzen muss, gerade sowas wie Tesla oder sowas. Ein Knopf ist eigentlich immer besser, weil den kann ich ertasten und blind befühlen und muss nicht das Auge von der Straße nehmen. Das heißt, wenn ich einen Tesla fahre, muss ich, um mir die Sitzheizung anzumachen, aufs Display gucken. Das heißt, ich muss den Blick von der Straße nehmen. Das sind so Dinge, die sich so ein bisschen eingebürgert haben, alles per Touchscreen zu machen. Ich für meinen Teil finde das mit dieser Tastenbedienung, zumindest für die ganz wichtigen Funktionen, besser, weil man die einfach blind bedienen kann. Ein Freund von uns hatte tatsächlich auf Mallorca, ist auf ein Auto aufgefahren, was auf dem Fahrradweg fälschlicherweise zwar geparkt hatte, weil er den Blick von der Straße genommen hat, weil er seinen Garmin bedienen musste. Deswegen bin ich ein großer Freund von dieser Geschichte, dass man keinen Touchscreen hat. Ein weiterer Nachteil von den Touchscreens ist auch immer, wenn da Regen drauf fällt oder ein Schweißtropfen oder so weiter, ganz oft wird das dann als Touch erkannt und das Display macht irgendwelche komischen Sachen oder ist teilweise sogar gesperrt. Wenn man jetzt aber auf den Touchscreen verzichtet, dann muss natürlich das Bedienkonzept umso besser sein. Und das ist was, was andere Hersteller nicht so gut hinbekommen. Wenn ich mir zum Beispiel den Garmin 520 Plus, den hatte ich mal kurz im Test, da musste ich relativ viel mich durch Menüs durchhangeln und so weiter. Das hat nicht so gut funktioniert. Deswegen bei Garmin-Geräten würde ich immer ein Touchscreen bevorzugen, weil einfach das Bedienkonzept der Tasten nicht so gut funktioniert, weil einfach viel zu viele verschachtelte Menüs da sind. Und Wahoo hat das am Ende so gelöst, dass es eigentlich nur ein Menü gibt. Ja, was die Einstellung angeht, hat sich Wahoo wirklich auf das Wesentliche beschränkt, was man auf dem Fahrradcomputer braucht. Dazu drückt man die linke Taste, kommt hier in ein Menü. Das heißt, hier kann ich einstellen, hier gibt es ja diese LED-Leiste, hier kann ich einstellen, ob die Leistung, Herzfrequenz aus ist oder die Geschwindigkeit anzeigt. Das heißt, eine Einstellung. Dann kann ich hier die Umgebung einstellen, ob ich drinnen oder draußen trainiere. Das ist wichtig, damit das GPS-Signal nicht gesucht wird, wenn man zum Beispiel auf dem Wahoo-Kicker trainiert. Dann kann man einstellen, wie die Beleuchtung gesteuert wird. Aus, 5 Sekunden, ein oder automatisch, wenn man sie auf automatisch einstellt. Dann wird das hier über den Helligkeitssensor gesteuert, aus und ein. Ganz wichtig zu wissen, die Beleuchtung geht nicht ein, wenn man jetzt bei strahlendem Sonnenschein fährt. Das war eine Frage im letzten YouTube-Video, dass ja das Display ganz, ganz hell werden muss, so wie man es beim Smartphone kennt, um es in der Sonne überhaupt ablesen zu können. Das ist hier nicht der Fall, weil das sozusagen ein transreflektiver Bildschirm ist, der, wenn die Sonne einstrahlt, dieses Licht benutzt, um
hell darzustellen. Das heißt, er braucht keinen Strom für eine extra Beleuchtung. Und eine Funktion, die man auch auf dem Gerät braucht, ist natürlich Sensoren hinzufügen. Powermeter, Herzfrequenz und so weiter. Das war es jetzt auch schon an Einstellungen, die man am Gerät vornehmen kann und muss. Bedeutet, wenig verschachtelte Menüs, alles auf einen Blick, alles über einen Knopf zugänglich. Während der Fahrt benutzt man diese drei Tasten und diese beiden Tasten. Ja, und die Funktion kann man sich einfach merken. Mit der rechten Taste werden einfach die Datenseiten gewechselt. Die mittlere Taste ist dafür da, eine Fahrt zu starten oder auch wieder zu pausieren. Ja, und die linke Taste ist dafür da, um Rundenzeiten zu stoppen. Nur auf der Kartenansicht ändert sich die Funktion der linken Taste. Das sieht man dann auch hier, dann steht hier Route. Das heißt, hier kann ich dann über die linke Taste einfach Strecken auswählen. Zurück zum Start, bring mich zum Startpunkt. Das zeige ich euch alle später während der Fahrt. Oder halt auch eine Strecke auswählen, die ich bei Komoot geplant habe oder bei Strava. Ja, nun zu den beiden rechten Pfeiltasten. Das ist eigentlich eins der Killer-Features für mich überhaupt am Wahoo. Das heißt, ich habe jetzt hier 11 Datenfelder eingegeben, die natürlich auch relativ klein angezeigt werden. Und ich sortiere mir die so, dass ich unten die unwichtigsten reinmache. Und über diese kleine Taste kann ich rein- und rauszoomen. Das heißt, ich verstecke sozusagen die unteren beiden Datenfelder und die oberen werden größer. Und beim nächsten Schritt gehen noch 2 Datenfelder weg. Jetzt habe ich hier nur noch 7 Datenfelder. Jetzt habe ich nur noch 4 Datenfelder, die aber extrem groß. Warum das hier übrigens schwarz hinterlegt ist, das signalisiert, dass die Wattleistung hier auf den LEDs auch angezeigt wird. Die LED-Anzeige ist auch wieder was ganz Wichtiges, was die Anzeige angeht. Das heißt, hier kann man über die Farben dann erkennen, in welchen Wattbereichen, Herzfrequenzbereichen ich mich bewege. Das heißt, grün ist Tempo, wenn man im blauen Bereich ist, ist man eher im regenerativen Bereich und wenn man im orangen, roten Bereich ist, ist man über der Schwelle sozusagen. Und das sind alles Sachen, die man einfach dann im Augenwinkel schon sieht und nicht immer den Wert ablesen muss. Ja, und das geht bis hin dazu, dass man dann hier nur noch 3 Felder anhat. In dem Fall wäre das jetzt bei mir nur noch Watt, Herzfrequenz und Trittfrequenz, was ja fürs Training ausreichend ist. Da brauche ich nicht zu wissen, wie viel km/h ich fahre. Und das habe ich mir alles so hinsortiert, dass sozusagen die wichtigsten Sachen immer angezeigt werden. Und wenn ich jetzt während der Fahrt bin, habe trainiert oder was auch immer und will wissen, wie viele Höhenmeter ich gefahren bin, dann muss ich einfach nur Taste runter, kurz gucken und wieder hoch und muss nicht eine extra Seite dafür programmieren. Kartenansicht habe ich jetzt hier 6 Datenfelder einprogrammiert. Man kann hier auch gar keine Datenfelder oder nur 1 oder nur 2 anzeigen, dann hat man eine entsprechend größere Karte. Mir reicht aber dieser kleine Ausschnitt. Und diesen kann ich halt auch über die Pfeiltasten kleiner und größer zoomen. Das ist auch was bei meinem Touchscreen, so wie ich mich bei Garmin erinnere. Ich habe jetzt die neuen Geräte noch nicht in der Hand gehabt. Da musste ich erst auf die Hand drücken und dann auf Plus, Minus und musste aber definitiv länger den Blick von der Straße runternehmen, um hier überhaupt in der Karte rein- und rauszoomen zu können. Und das geht hier halt einfach ganz einfach. Was auch ganz cool ist, man bekommt am Ende einer Fahrt so eine Übersichtsseite, die man durchscrollen kann mit allen Werten, die es so gibt. Ich habe jetzt natürlich keine Wattwerte drin, weil wir jetzt hier einfach nur auf dem Tisch das Gerät gestartet haben. Aber sonst hat man hier auch noch eine Ansicht von Wattwerten. Das zeige ich euch später nach der Fahrt mal, wenn ich gefahren bin. Ja, ein weiteres geniales Feature ist die Companion-App, die es bei Wahoo gibt, mit der man alle Einstellungen des Gerätes auch über die App einstellen kann. Da gibt es unten 4 Reiter. Einmal der Workout-Reiter, das ist der, wo ich eine Route auswählen kann. Da gehe ich später nochmal im Detail drauf ein, wenn ich die Route geplant habe. Und ich kann hier auch geplante Trainingseinheiten einstellen. Das macht man am besten über Trainingspeak oder Today's Plan, kann man das Ganze verbinden. Das habe ich jetzt für mich noch nicht gemacht. Dann hat man hier den Verlauf der letzten Fahrten. Auch die Gesamtkilometerzahl wird hier oben angezeigt. Radfahrten der Woche, Trainingszeiten diese Woche, verbrannte Kalorien. Hier oben gibt es noch die Möglichkeit, das Ganze ein bisschen einzustellen, wie viele Stunden man fahren möchte, wie viele Kalorien man verbrennen möchte, auch als Ziel eingeben. Und wenn man dann eine Fahrt beendet hat, sieht man hier sehr ausführlich alle Details der Fahrt, inklusive Leistungsmetriken, TSS, also Training Stress Score, EF, also alle möglichen Leistungsdaten, die man so braucht. Also auch sehr, sehr umfangreich, diese ganze Analysefunktion hier. Dann gibt es hier das Profil mit Vor- und Nachname, Geburtsdatum und so weiter. Das decke ich jetzt mal zu, damit ihr nicht alle zu meinem Geburtstag hier anruft. Hier kann man den FTP-Wert eingeben und seine Leistungszonen entsprechend hinterlegen. Das heißt, hier seht ihr schon die LED-Farben, die später auch auf dem Gerät dann aufleuchten. Das geht los bei Grau, Dunkelblau, Hellblau, was alles noch entspannt ist. Grün ist schon Tempo und Gelb wird dann schon ein bisschen mehr und Orange und Rot geht dann in den roten Bereich. Und das Gleiche kann man für die Herzfrequenzzonen ebenfalls hinterlegen.
Im Profil finde ich auch alle autorisierten Apps. Das heißt, hier seht ihr, dass ich zum Beispiel mit Strava und Komoot verbunden bin. Und das ist ja eigentlich sozusagen eins der größten Features. Während man bei Garmin zum Beispiel Connect IQ Apps runterladen muss und so weiter, ist das hier alles schon voll integriert. Das heißt, Wahoo ist schon nativ über diese App. Ganz einfach kann man sagen, bitte mit Strava autorisieren oder mit Komoot oder auch mit Training Peaks, Ride with GPS und so weiter. Und in dem Augenblick ist Komoot sofort mit dem Wahoo-Element verbunden. Das heißt, jede Route, die ich auch bei Komoot plane, landet auch auf dem Element. Ganz wichtig, bei Komoot muss man wissen, dass man die Bezahlversion von Komoot benutzen muss. Und Komoot ist da relativ fair, weil man einmal 30 Euro bezahlt und das habe ich irgendwie vor 7 oder 8 Jahren mal gemacht und seitdem benutze ich das gesamte Kartenmaterial und muss nicht monatlich irgendeine Gebühr bezahlen, sondern es ist eine Einmalzahlung. Das heißt, einmal Komoot kaufen und danach werden die Strecken alle hier übertragen und das zeige ich euch ja später auch nochmal. Ja, und im nächsten Reiter Einstellungen, wie der Name schon sagt, stellt man sein Gerät komplett ein. Und zwar gehe ich das jetzt Ganze mal durch. Auf die Datenseiten gehe ich ganz am Ende ein. Jetzt erstmal gehe ich Schritt für Schritt die alle anderen Einstellungen durch, die wichtig sind, um das Gerät einmal zu konfigurieren. LEDs und Sound ist ganz wichtig. Hier kann man genau einstellen, welche Sounds und welche LEDs wo angezeigt werden. Die obere LED-Leiste, das ist die hier oben, die habe ich für mich nur so eingestellt, dass Abbiegerhinweise angezeigt werden. Alles andere Training pausiert, Benachrichtigungen erhalten, Strava Live-Segment und so brauche ich alles nicht. Für die linke LED-Leiste kann man dann hier oben sagen, sie soll ausbleiben, sie soll das Tempo anzeigen, Power oder Herzfrequenz. Und ihr habt vielleicht gesehen, das, was die LED anzeigt, wird auch hier dann auf dem Element schwarz hinterlegt. Das heißt, wenn ich jetzt sage Power, ist das Powerfeld schwarz hinterlegt, um zu signalisieren, okay, die LED zeigt die Power an. Hier kann ich noch einstellen, wann ich das Piepsen hören möchte. Ja, bei Autopause, Benachrichtigungen erhalten, Abbiegehinweise, geplante Trainings, das lasse ich jetzt alles mal an, auch um es während der Fahrt zeigen zu können. Dann gibt es die Funktion automatisches Abschalten. Das Abschalten automatisch geht aber nur, wenn die Fahrt nicht gestartet ist. Das heißt, Fahrt ist noch nicht gestartet oder Fahrt ist zu Ende, dann schaltet sich das Gerät automatisch nach 15 Minuten aus. Wenn ich eine Fahrt gestartet habe und mache nur eine 30-Minuten-Pause, bleibt das Gerät an. Dann kann ich hier zusätzlich zu dem, dass ich es auf dem Gerät kann, hier auch über die App die Sensoren hinzufügen. Ja, für die Trittfrequenz und die Leistung kann man hier festlegen, ob die Nullwerte mit einbezogen werden in den Durchschnittswert oder nicht. Ich für meinen Teil schalte das immer ab, weil ich möchte die Nullwerte eigentlich in der Statistik nicht haben. Das heißt, wenn ich einen Durchschnittswattwert haben möchte und bin dann viel bergab gefahren, wo ich 0 Watt habe und das geht in den Durchschnitt mit rein, ist für mich uninteressant. Ich weiß, dass aber manche im Training das lieber drin haben. Für mich persönlich finde ich es immer besser, die Wattwerte, die ich wirklich während ich getreten habe, im Durchschnitt angezeigt zu bekommen. Live-Tracking-Funktion habe ich für mich jetzt hier ausgestellt. Das würde ich nur einschalten bei Wettkämpfen oder Ähnlichem. Und dann kann man diesen Link des Live-Tracks auch teilen. Gibt es verschiedene Optionen, bis zum Ende des Tages für immer den Link teilen oder automatisch teilen. Und das kann ich zum Beispiel so machen, dass ich hier eingebe per E-Mail, dann gebe ich eine E-Mail-Adresse, was weiß ich, der Frau ein und die kriegt automatisch eine E-Mail, wenn ich losfahre. Das funktioniert auch zuverlässig. Ich für meinen Teil benutze das aber kaum. Ein wichtiger Punkt ist auch die Verwaltung der Karten. Und das Kartenmaterial ist natürlich jetzt sehr, sehr groß geworden, weil jetzt alle Straßennamen und alle Karten auch auf dem Gerät nativ installiert sein müssen für die ganzen neuen Navigationsfunktionen, die es vorher nicht gab beim Bolt. Das heißt, hier ist die Deutschlandkarte 1,14 GB groß, die vorher nur 250 Megabyte beim Bolt groß war. Das heißt, hier muss man so ein bisschen aufpassen, weil das nicht zu viele Karten installiert hat. Ich habe jetzt für mich erstmal Deutschland, Österreich, Italien installiert. Das ist für mich jetzt für den Urlaub wichtig, in den ich hinfahre. Für Mallorca oder so nimmt man vielleicht Spanien noch dazu. Da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel installiert. Karte immer drehen ist für die Navigation ein ganz, ganz wichtiger Punkt, damit man immer sozusagen rechts, links auch auf der Karte sieht, wo ja, muss ich jetzt schräg rechts fahren, schräg links fahren. Wenn die Option nicht navigiert ist, dann dreht sich die Karte halt nicht mit. Und das ist für mich, für die Navigationsfunktion eigentlich immer unbrauchbar gewesen. Automatisch umleiten ist diese Rerouting-Funktion. Das heißt, ich weiche von der Strecke ab, dann führt er mich automatisch wieder zurück auf die Strecke. Das ist neu beim Roam, das gab es vorher beim Bolt noch nicht. Automatische Rundenzeiten habe ich immer auf ausgeschaltet. Da könnte man jetzt theoretisch eingeben, alle 1 Kilometer eine Runde starten. Ist für mich jetzt uninteressant. Autopause habe ich immer auf eingeschaltet. Strava Live-Segmente habe ich jetzt auch mal aktiviert. Habe ich normalerweise aus. Das habe ich jetzt nur fürs Video einfach mal aktiviert. Geplante
Trainings, das ist diese Trainingspeaks-Geschichte, da kann man dann auch einstellen, ob man Töne und Meldungen und sowas angezeigt bekommen haben möchte. Weiterer wichtiger Punkt ist das WLAN-Netz, das heißt, hier gebe ich das Heimnetzwerk oder Ähnliches ein. Das ist ganz wichtig, weil das braucht man, um alle Routen von Komoot zum Beispiel über das Gerät im WLAN synken zu können und auch um Firmware-Updates einspielen zu können. Ohne WLAN bekommt man keine Firmware-Updates. Automatisch hochladen habe ich aktiviert, das heißt, die Fahrten werden automatisch zu Strava hochgeladen und zu Komoot. Hier kann man festlegen, welche Nachrichten angezeigt werden. Anrufe anzeigen, SMS werden derzeit unterstützt und E-Mails, aber keine WhatsApp meines Wissens. Und dann gibt es einen Nicht-Stören-Button, wenn so eine Nachricht eintrifft. Wenn man den drückt, hat man 30 Minuten, 15 Minuten oder 5 Minuten Ruhe. Das kann man dann selber hier konfigurieren. Das ist eine DND-Taste, die dann hier in der Mitte auftaucht. Und das war es jetzt schon, was die Einstellung angeht. Ihr habt gesehen, die Haupteinstellungen sind alle super einfach erreichbar. Keine großartigen verschachtelten Menüs, alles auf einen Blick. Das passt, die Haupteinstellungen passen alle auf eine App-Seite. Zack, 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 schnell einstellen und fertig. Auch auf dem Gerät selber keine verschachtelten Menüs, keine verschachtelten Geschichten. Ich erinnere mich auch da noch an den 1030, als ich den getestet habe von Garmin, wo ich einfach in 5 verschiedenen Menüs und wenn man Sachen nach einem halben Jahr nochmal umstellen will, überlegt man, oh, wo waren das nochmal und dann muss man da suchen, da suchen. Das passiert hier nicht. Das ist alles sehr über einen Klick sozusagen erreichbar, die Einstellung. Und das ist für mich auch eins der wichtigsten Features, was das Gerät angeht. Es nervt einen nicht damit, dass man irgendwelche Menüs suchen muss. Und diese Einfachheit und diese gute Ablesbarkeit, dieses Schwarz-Weiß-Display, was hier jetzt zwar Farbe bekommen hat, aber nur an den richtigen Stellen, das ist auch was, was einem während der Fahrt hilft, weil man einfach sich nicht auf den Fahrradcomputer konzentrieren muss, sondern auf die Straße. Jetzt kommt ein weiteres umfangreiches Thema, weil ich da auch viele kleine Tipps und Tricks habe, was die Datenseiten angeht. Und das zeige ich euch jetzt auch nochmal im Detail. Das Einstellen der Datenfelder und der Datenseiten kann man alles über die App machen. Und das funktioniert wirklich einfacher als bei jedem anderen Gerät. Es gibt verschiedene vorgegebene Seiten. Das heißt, hier oben die Seite Training habe ich selber angelegt. Alle anderen Seiten sind vorgegeben von Wahoo, die kann man noch ein- und ausschalten. Manche werden nur dann eingeschaltet, wenn so zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Kicker fahre und der gepairt ist, poppt die Kicker-Seite automatisch ein, die brauche ich nicht ein- oder ausschalten. Das gleiche bei geplanten Trainings. Auch die Strava-Live-Segmente, die poppen auch nur dann auf, wenn ich ein Strava-Live-Segment fahre. Und dann gibt es noch die Datenseite Karte und Steigung, die vorgegeben sind von Wahoo. Ich gehe das jetzt schon mal durch hier. Das ist die Training-Seite, ist die erste, die ich hier selber konfiguriert habe. Das ist die Kartenansicht und das ist die Steigungsansicht. Das heißt, hier wird auch ein Höhenprofil angezeigt, wenn ich dann eine Route geladen habe. Jetzt zeige ich euch zunächst mal, wie ich die Trainingsseite eingerichtet habe oder wie man das Ganze macht. Hier oben habe ich den Namen Training eingegeben und hier habe ich die Datenfelder eingegeben. Die kann ich auch ganz einfach umsortieren, indem ich da drauf drücke. Das heißt, jetzt ist die Herzfrequenz oben nicht mehr die Watt, aber ich möchte natürlich gerne die Watt da oben stehen haben. Das heißt, das kann ich alles durchsortieren hier. Ja, und um ein Datenfeld zu ändern, gehen wir jetzt hier mal auf die Kadenz und geben hier mal die Akku-Prozentzahl ein. Dann seht ihr, okay, das ändert sich on the fly. Jetzt ist das Datenfeld mit Akku belegt. Ich stelle das aber schnell wieder zurück auf Kadenz. Und ihr seht, das Ganze geht sehr einfach. Macht man einmal. Und ich habe das Ganze so gelöst, dass ich hier unten die unwichtigen Felder dann alle eingegeben habe, wie ich vorhin schon gezeigt habe. Das heißt, sobald ich hier auf diese Zoom-Taste gehe, werden die unteren beiden ausgeblendet. Die nächsten beiden werden ausgeblendet. Das heißt, jetzt werden nur noch die angezeigt. Und so kann man sich das sehr gut sortieren. Jetzt zeige ich euch mal, wie ich noch eine neue Seite hinzufüge. Die nennen wir jetzt mal Pendeln. Hier sind jetzt noch keine Datenfelder ausgewählt, das heißt, ich suche mir jetzt mal welche, sagen wir mal Geschwindigkeit, Temperatur, die Fahrzeit, die pausierte Zeit, Tageszeit, Distanz. Und wenn ich dann fertig bin, seht ihr, dass die hier unten auftaucht, die Pendelseite. Ich bearbeite das Ganze jetzt mal, ziehe das Ganze nach oben, unter die Trainingsseite, rufe mir die Seite hier mal auf. Sortiere das noch ein bisschen um. Tageszeit ist das Wichtigste, ob ich pünktlich irgendwo ankomme. So, ihr seht, so würde ich mir das Ganze jetzt fürs Pendeln sortieren. Warum eigentlich die pausierte Zeit? Das ist immer ganz interessant, weil man dann mal sieht, wie viel man verplempert, wenn man an Ampeln steht. Meistens kommen da immer 1-2 Minuten raus hier in Hannover. Und was wirklich ganz cool ist, früher war das auf 5 Seiten beschränkt. Jetzt kann man mittlerweile 30 Datenseiten hier hinzufügen. Jetzt nehmen wir mal eine, die nennen wir Wettkampf. Und da gebe ich jetzt mal so ganz wild irgendwelche Power-Sachen ein.
sortiere mir das auch nach oben. Im Bereich Karte kann man bis zu 6 Datenfelder zusätzlich hinzufügen. Das heißt, wenn man nur 2 Datenfelder hat, ist die Karte entsprechend größer und man kann hier auch das Steigungsprofil zusätzlich unten noch anzeigen lassen. Das heißt, hier würde man dann sehen, ja, wann komme ich auf dem Gipfel an. Das war vorher beim Bolt auch so nicht möglich, ist eine neue Funktion. Finde ich auch ganz cool, wenn man jetzt wirklich eine Strecke mit Bergen fährt, dass man weiß, okay, ohne dass man umschalten muss, weiß man, wann man oben ankommt. Dann würde ich aber hier 2 Datenfelder weglöschen, um die Karte wieder größer darstellen zu lassen. Ja, und dann gibt es noch eine spezielle Seite, was Steigung angeht. Da habe ich mir hier folgende Felder angelegt: Leistung, Steigung, Herzfrequenz, aktuelle Höhe, Gesamtanstieg und so weiter. Auch hier kann ich das Ganze skalieren und kleiner machen. So, dann wäre hier das Steigungsprofil einfach ein bisschen größer. Und das ist ganz cool, wenn man wirklich unterwegs ist, die Strecke kennt, also nicht navigiert und trotzdem wissen will, wo befinde ich mich gerade, was die Gipfel angeht. Jetzt kann man verschiedene Strategien fahren. Entweder man lässt die alle aktiv, das heißt, ich habe hier die Trainingsseite, dann die Pendelseite und dann die Watt- bzw. Wettkampfseite. Als nächstes die Karte und dann die Steigung. Man kann aber auch die Strategie haben, dass man bestimmte Sachen einfach deaktiviert. Das heißt, es könnte jetzt hier zum Beispiel noch eine Seite dazukommen mit Mountainbike, wo halt Mountainbike-spezifische Felder drin oder eine fürs Gravelbike, eine fürs Rennrad. Und man zeigt nur die an, die man jetzt wirklich für die Fahrt braucht und macht das schnell über die App und sagt, okay, heute trainieren mache ich sowieso nicht. Mir reicht eigentlich nur das Pendeln. Wettkampf brauche ich auch nicht und Steigungen fahre ich sowieso nicht beim Pendeln. Dann habe ich halt nur noch die Pendelseite und die Karte, die ich vielleicht noch gebrauchen kann. Ja, so viel zu den Datenseiten. Das heißt, das geht alles sehr, sehr einfach und ja, ist auch keine Hürde mehr. Ne? Also bei so einem Garmin, den habe ich mir einmal eingestellt und nie wieder. Und hier, wenn ich was ändern will, ändere ich es halt, weil ich weiß, es geht schnell. Jetzt aber zu dem Punkt Routing. Wie plane ich eine Route? Weiter könnt ihr euch gerne anzeigen. Und so weiter. Yawahoo hat im Fahrradcomputermarkt eine kleine Sonderbestellung. Und zwar die Philosophie von Valoo. Oh, Scheiße.